Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Rotation. Mit ganz viel Luft. Und ganz viel Rotation. Und Stationen. Und dich verfolgenden Kugelwillis. Oh nein! Oha. Achso. Direkt von Beginn an erstmal. Gehen die irgendwo noch kaputt? Wenn sie gegen eine Wand knallen. Huch, ist doch noch ein zweiter. Wie kommt der zweite her? Also wahrscheinlich dort von hinten. Huch! Ich glaube, ich habe echt nicht viel Zeit, um nachzudenken können. Wir merken uns, in den Blumen ist nichts. Jo. Brauchst du nicht mehr. Es sei denn, es geht hier um Münzen, aber... So, was rotiert man hier? Weil du könntest ja da vorne die Powerblöcke erwischen. Das werden wir wohl noch schaffen. Und dann falle ich voll elegant an der Seite runter. Da habe ich jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Ja, ich aber auch gerade nicht. Ich habe auch nur auf das rote Teil geguckt die ganze Zeit. Und dachte mir, jojo, der macht das schon. Jojo. Ja, wir schauen die Nummer 1. Geh weg. Keiner mag dich. Okay. Ich glaube, das hilft mir herzlich wenig. Das schon eher. Mhm. Oh, die Kugelwillis sind weg. Stimmt. Gott sei Dank. Oder auch nicht. Du schießt von da unten immer noch weiter. Aber die kommen hier nicht hoch, glaube ich. Ich glaube nicht. Dafür ist, glaube ich, der Weg viel zu kurz. Pass auf, dass du nicht wieder an der Kante runterläufst. Ich doch nicht. Oh, da ist noch einer. Ja doch, das ist der gleiche immer noch. Nee, aber der kommt da nicht hoch. Nee. Okay. Vielleicht ist auf der Unterseite einer, der dich beißen möchte. Was ist das hier? Da noch was. Auf der anderen Seite. Ah, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass da was drin ist. Ja. Ich mir leider auch. Aha. Mhm. Ja, nein. Pilz. Oh gut. Das aussieht da unten die ganze Zeit, die roten Kugelwillis. Die sind gemein. Und die kommen irgendwie mal in den Leveln, wo du bist. Ja, aber die Richtung hatten wir, glaube ich, schon. Ja? Ja. Die hatten wir noch nicht. Ah! Na gut, der war jetzt nicht so schwer versteckt. Mhm. Kann man da irgendwie runterfallen sinnvoll? Nein. Ich glaube nicht. Nur mal das andere drehen? Hätte ich jetzt auch vielleicht gesagt. Wenn ich gerade schon ein bisschen verwirrt bin. Ja. Aber bitte noch nicht am Rad drehen. Ach Moment, so rum haben wir das noch nicht. Wobei... Vielleicht ist da was in der Blume drin. Ja, Münzen. Ja. Ich muss da auch irgendwie eine gute Kombination hinkriegen aus dem Gedrehten und dem anderen Gedrehten. Die bist hier gefunden. Wenn du noch eine weiter drehst? Achso, dann kommst du von da hinten da dran. Das heißt, du musst das grüne so, dass du durchkommst. Nee. Na gut. Aber das mit der Kombination war, glaube ich, schon mal eine gute Idee. Mhm. Auch wenn ich jetzt gerade echt nicht wüsste, was hier die geheime Mission sein sollte. Da kommst du nicht durch. Komm ich nicht? Nee, du kommst ja nicht darüber auf das Grüne von da, wo du stehst. Ach so, das stimmt. Aber hier kommst du durch. So schon eher, ja. Los, schieß. Boah, hier könnte ich mir vorstellen, dass die Mission wird nicht getroffen. Ja, bei diesen komischen verfolgenden Dingern. Hm. Ich glaube, das muss. So, oder? Ja. Jetzt muss er da vorne gleich an den ganzen Piranhas vorbei.
Aha. Ach, in diesem Level wird man doch kaum getroffen. Ist ja zum Glück nichts da, was dich treffen könnte. Aber jetzt sind wir schon am Ziel. Ja. Wo ist der letzte Edelstein? Jetzt, wo du es erwähnst. Ja. Vielleicht da in den Pflanzen. Ich glaube, ich gehe jetzt trotzdem erstmal ins Ziel. Ich bin da gleich nochmal gucken. Aha. Aber ich glaube, du bist jetzt ohne Treffer durchgekommen in dieser Runde. Kann gut sein. Kein Schaden erlitten. Yay. Magst du nach dem letzten suchen? Mhm. Danach kommt jetzt auch noch der Boss, ne? Den darfst du dann auch gleich machen. Hast du auch mal einen Vogel gemacht. Ich hab doch keinen Vogel. Doch. Ey. Wie jeder Let's Player. So, schauen wir mal. Also eigentlich muss der irgendwo drin sein, weil... Was anderes kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Beeilen wir uns mal. So. Wir können uns so zwischen den Dingern, aber... Ich hab da gerade nichts leuchten sehen. Das mal komplett rum. Vielleicht sieht man ja irgendwann mal was. Nicht so ganz. Dreh ich mal wieder so rum. Hier irgendwas, wenn ich das. Ich dreh dann nochmal. Nein. Nö. Da waren ja nur kübliche Zwiebeldinger drin. Moment, ich hab Idee. Mhm. Yo, wie auch immer ich da nicht getroffen wurde. Tja. So, gib mir mal die Knolle da. Keine Ahnung, ob das richtig ist, aber ich probier's mal. Schade. Hätte ja mal klappen können, ne? Mhm. Irgendwas. Fallen würde auch nichts bringen. Also ich weiß, ich habe nicht alle Knollen auf dem Grün mitgenommen. Auf dem Grün? Ja. Hier auf der Unterseite? Mhm. Nee, die haben wir alle genommen. Ich glaube, wo zwei sind, habe ich nicht mitgenommen. Das muss ja irgendwo am Ende sein. Dreh doch nochmal und guck, ob du die noch mitnimmst. Hm. Nee, da komme ich nicht dran. Aber du kannst aber rumlaufen, dann kommst du dran. Ja, stimmt. Vielleicht sind die ja da hinten in der hintersten Ecke. Aber da fängst du ja an. Das ist ja das Letzte, was uns fehlt. Ja? Fang ich da an? Da fängst du gerade an, genau in der Position. Da habe ich vielleicht doch alle mitgenommen. Ich meine schon, dass du alle mitgenommen hast. Den haben wir ja schon. Lass es mal so. Sehe nichts. Ich bin anscheinend da perfekt rübergelaufen. Solltest du vielleicht die Kamera etwas öfter drehen? Ja, das wäre eine gute Idee. Wo zum Teufel ist der denn? Der muss ja da hinten irgendwo sein. Theoretisch. Aber du kannst die Piranhas ja auch nicht besiegen. Ich glaube nicht, dass die meinte, dass jetzt mit dem Roten da unten besiegen soll, oder? Nee. Oder soll ich mir hierfür noch ein paar Rüben aufheben? Oder sollst du dann gegen Ende das Grüne nochmal drehen? Kann ich auch mal versuchen? Geht auch nicht wirklich was. Wobei, ich kann auch die Pflanzen gar nicht, glaube ich, gar nicht nehmen, weil die auf der anderen Seite von dem Orangenen sind. Ja. Hauptsache die letzte Piranha-Pflanze hat die ganze Zeit nur geschlafen. Aber wo ist der denn? Kann ich gegenseitig beißen irgendwie? Ich glaube, dafür sind die nicht lang genug. Kann er hier bis nach ganz oben kommen? Ja, vielleicht. Na. Kommst du hier rüber? Nee. Nee. Der biegt nur ab.
Hä? Jetzt ganz doof. Da sind die einzigen Dinger, die wir bekommen können, glaube ich. Oder oh, bei der Pflanze da? Oh, falsch drin. Auf der anderen Seite. Was hast du jetzt vor? Nochmal drehen. Huch! Das sah interessant aus. Was war da drin? Wow. Das war fast getroffen. Das war dafür getroffen. Moment. Hat man das eigentlich schon mal versucht? Ich weiß nicht. Hilfe! Geh weg! Geh weg! Da! Ernsthaft? Das hatten wir noch gar nicht versucht, da dran zu kommen. Du weißt, dass du klein bist? Ja. Okay. Meine Güte, der war aber böse versteckt. Eigentlich gar nicht, wir sind nicht auf die Idee gekommen, da mal rumzulaufen. Ja. Ich dachte, das hätten wir auch schon alles gemacht, aber... Der dreht seine Runden. Jo. Muss nur da irgendwie durchkommen jetzt. Ja, okay. Gut. Dann darfst du jetzt den Bus machen. Meine Güte, diese Suche. Ja. Hat ja nur 10 Minuten gedauert. Mission rettet den Kapitän. Na dann. Kampf, auf den, haben wir. Kampf auf den Turmspitzen. Ich finde das gar nicht schlecht, dass man die wirklich sammeln muss. Naja, ich glaube, theoretisch bräuchtest du in jedem Level immer 2 Stück, damit du die mal am Ende freischalten kannst. Mhm. Von daher, ich glaube, das ist nicht zu viel verlangt. Sicher, dass du den Boss nicht machen willst? Nee, überlasse ich dir jetzt. Okay. Sammel nur wieder mit einer Menge Münzen vielleicht oder so. Was? Das finde ich jetzt irgendwie nicht so nett. Aha. Zum Glück nicht viele Feuerbälle. Nein, gar nicht. Scheiße. Ach, da wären Zwiebeln drin gewesen. Das ist schon mal gut zu wissen. Mhm. Was ist das denn für ein Mist? Nein, meine Zwiebel ist weg. Wie soll man denn da durchkommen? Wie wär's, wenn du einfach die Plattform verschiebst, die hintere? Was soll ich damit dann machen? Ich bin ja vor der Plattform. Hier. Ach so. Von der Richtung aus hintere Plattform. Mhm. Da bringt dir der P-Switch irgendwas. Aha. Für irgendwas müssen die Plattformen ja gut sein. Mhm. Zum Beispiel schützen. Ja. So, was macht das denn jetzt? Da unten irgendwas aufgemacht. Hat es das? Achso, da! Ah, du kommst wahrscheinlich auf die oben drauf. Wenn du richtig... Oh, ich sehe halt den ersten Kristall. Na dann. Wahrscheinlich kommt es direkt auf den obersten drauf, ja. Ja. Die denken sich auch, ich krieg dich! Nö. Nö. Sollen die Münzen da ganz hinten noch holen? Wo ist es ganz hinten? Jetzt links unten in der Ecke. Ach so, ja.
Also das war jetzt schon ein gemeiner Anfang, fand ich persönlich. Ja. Das war ein schönes Empfangskomitee für dich. Ja, ich hätte jetzt gerne einen Checkpoint. Ob das Spiel mit Checkpoint um sich schmeißt. Stattdessen gibt es hier jetzt Kamex. Ja. Kommen die auch hier runter? Kannst du die einfach in die Röhren reinschmeißen? Die Rüben? Oh, meine Rübe ist weg. Wenn die Rüben... Wenn die Rüben da schon... Wenn die schon... Ah, die sind über Kreuz. Mhm. Das ist ja cool. Ja. Cool. Ist hier noch irgendwie was? Ja, die Idee dahinter ist schon ziemlich cool, das stimmt. Hm, vielleicht oben an den Ecken. Hm? Ah. Münzen. Boah, ich habe schon über 70, aber vielleicht sind diesmal ja auch mehr. Hm, müssen wir vielleicht auf die Rückseiten gucken? Mhm. Auch wenn du eigentlich da nicht drankommen kannst, aber... Joa. Der Architekt hatte auch viel Spaß. Hm. Die Musik auch. Ja. Und wie es aussieht, wird da wahrscheinlich noch einige Stationen sein. Ah. Sag mir nicht, du hast irgendwo einen verpasst, wenn der jetzt den dritten gibt. Okay, gib mir nur einen Pilz. Mhm. Yay! Party, Party, Party! Sieht echt so aus. Und der eine hockt auf der Röhre und guckt sich da... Moment, kannst du da rechts runter? Ja. Aha. Kann ich. Na gut. Ist das jetzt auch ein Boss-Level? Ich glaube schon, oder? Und tschüss! Vögel! Die Kameraperspektive ist komisch. Das Gefühl, du möchtest jetzt laufen. Das Gefühl habe ich auch irgendwie. Hm. So, ein bisschen ereignislos. Ein bisschen. Taut! Wo möchte ich jetzt erstmal hin? Das ist eine gute Frage. Ich möchte da vermutlich in die Mitte und den Schalter aktivieren. Ja, das machen wahrscheinlich die Brücke runter. Die haben Goombas. Nur als... Voll ausgenutzt. Ja. Einfach schnell an allen vorbei. Oh, da ist noch Rübe. Wahrscheinlich. Hat er denn gerade nur Goomba getötet? Hm. So viel zu Rüben. Aber ich ja. Will was anderes. Ich auch. Wie? Frage mich auch gerade. Hm? Soll ich jetzt warten, bis der Hammerbro hier rüberkommt? Wird doch nichts. Hm, stimmt, der macht die auch nicht kaputt. Hä? Ich sehe jetzt auch irgendwo was. Die war ja auch keine Spitzhacke drin. Nee. Hm? Stattdessen tötet er einfach einen Goomba nach dem anderen. Diese Kameraperspektive, ne? Das Goomba-Turm. Ha. Joa, ne? Ich hab keine Ahnung. Einfach mal weitergehen jetzt und vielleicht passiert beim Schalter unten irgendwas. Ja, vielleicht. Ich wüsste jetzt echt auch nicht, was man da jetzt noch machen soll. Nee. Ey, stell dich doch nicht genau davor. Das Ausweichkünste. Ja. Moment, du kannst zielen. Dreh, vielleicht, genau, kannst du dich einfach direkt dahin zielen. Ah. Ach, damit kannst du wieder schießen. Yay. Okay, jetzt darfst du alles abschießen. Also, kannst du, glaube ich, das Ding direkt abschießen, oder? Ein Kristall. Ja, bestimmt. Ja. Aber ich muss leider auch noch alles andere abschießen. Okay, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet, dass man damit schießen muss. Das sieht aus der Ego-Perspektive übrigens sehr lustig aus. Ja, sie darf da gerade alles schön abschießen. Ich mag... Vielleicht ja wieder das Ziel, besiegt alle Gegner. Oder schieße nur einmal. Ist noch die in der hinten? Kannst auch alles umhauen. Die haben sogar so eine kleine Schutzwall. Die wird ihnen nichts nützen. Sniper Svenny in Aktion. Ja. Wenn ich mal treffen würde. Wie kriegst du die Steine? Ah, okay. Gut, dann. Taut! Muss ich gleich tot abschießen? Oder den. Dingens. Den Goldstern.
Die Musik ist weg. Mach mal kurz, genau. Ansehen hat nur mich, dass du jetzt noch in die. Ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Das war cool. Ja. Toad. Und ganz viel Gold. Aber irgendwie fehlt der Vogel. Na? Natürlich. Überrascht uns das jetzt? Ich glaube nicht. Ist doch plötzlich wieder Toadette? Jetzt dürfen wir wieder mit Toad spielen. Nein, Toad! Okay. Aha. Fortsetzung folgt. Episode 3. Kaufen Sie auch Captain Toad Trailer Tracker 2. 170 plus 180 gesammelt. Perfekt. Yay. Auf. Was man auch gerade gesehen hat, die manche Level auch eine Zeitvorgabe. Ja. Episode 3 ist nun verfügbar. Hm. Können wir aber vielleicht mal gucken, ob sich hier jetzt irgendwas ergeben hat. Ganz kleines ist wahrscheinlich Prolog 2. Ja. Ja. Oder auch mal einmal reingucken? Dann schaue ich mal. Lass mich raten, hier ist auch wieder ein geheimer Goldpilz, den ich finden muss. Der an der gleichen Stelle versteckt ist. Ich schaue mich mal so ein bisschen um. Nein. Das wäre auch zu schön gewesen. Vielleicht ist ja diesmal an der Stelle versteckt, wo wir uns letztes Mal erwartet hätten. Ja. Diesmal ist er dort. Gut. Ich glaube, einen dritten Prolog bekommen wir diesmal nicht. Diesmal sind die beiden auch nicht zusammen. Sondern Toadette ist wieder weg. Ja. Von wegen, die Prinzessin wird nie entführt. Toadette wollte die Prinzessin. Nee, ist sie ja nicht. Peach ist ja die Prinzessin des Pilzkönigreichs. Da war ja was. Vielleicht ist Toad ja die Toadette die rechtmäßige Prinzessin und Peach hat sie nur im Schrank eingesperrt oder so. Diese Verschwörungstheorie. Ja. Im Endeffekt bist du doch nicht dazu gekommen, um den Vogel zu besiegen. Nein. Naja. Aber das Level war lustig. Und wir haben es auf einen Dieb komplett geschafft. Diese zwei da oben. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich eine 3. Oder im nächsten Part, wenn ich so auf die Zeit gucke. Ja. Ja, und geheimer Goldpilz. Doch. Ja, und sonst haben wir hier auch nichts weiter. Ja. Dann dürfen wir uns nächstes Mal da dran setzen. Ja, 54, 54. Das ist da wahrscheinlich auch nochmal 54. Man weiß es nicht. Vielleicht sind sie auch 55. Na gut, dann würde ich sagen, das war's für heute mit Captain Toad, Treasure Tracker. Mittlerweile 3. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao.